Yo, Servus und willkommen zu einer neuen Folge der KFC-SCG-Karriere in FIFA 19. Wir machen heute weiter, nachdem wir den Saisonstand in der letzten Folge, ja, sehr stark verhauen haben. Wir haben gegen Duisburg und gegen Düsseldorf gespielt und beide Spiele jeweils verloren. Gegen Duisburg war es katastrophal, dann haben wir 3-0 verloren. Gegen Fortuna Düsseldorf war das dann deutlich besser, aber durch einen einzigen Angriff haben wir dann das Gegentor kassiert und dadurch dann 1-0 verloren. Gegen den FCA haben wir simuliert und 1-1 gespielt und immerhin einen Punkt mitgenommen. Anschließend ging es dann gegen Halle im DFB-Pokal, wo wir das Spiel verloren haben und aus dem DFB-Pokal ausgeschieden sind. Und zum Abschluss dann die 2-1-Niederlage gegen den VfL Bochum und dadurch sind wir aktuell auf Platz 18 auf dem letzten Rang und das werden wir in dieser Folge versuchen umzudrehen. Wir beginnen erstmal mit dem Deadline Day. An sich gab es in den Kommentaren jetzt nichts, wo ich sagen würde, das müssen wir kaufen. Es gab generell keine Vorschläge in dem Fall, was heißt, dass wir nichts machen werden. Düsseldorf hat 18 Millionen eingenommen, auch sehr interessant. Die haben Vokes verkauft. Ja moin, vielleicht ein bisschen zu spät, weil der hat nämlich gegen uns getroffen und das wäre irgendwie wichtig gewesen, wenn der weg gewesen wäre. Naja, egal. In dieser Folge gibt es, wie gesagt, den Deadline Day. Magdeburg, Jan Regen, Regensburg, Dresden, Nürnberg und Sandhausen. Diese Spiele werden wir alle simulieren, weil wir in der letzten Folge ja schon 2 Spiele selber gespielt haben. Und noch ein Spiel jetzt spielen macht derzeit nicht Sinn. Vielleicht in der nächsten Folge dann wieder. Dort haben wir dann Kiel, Fürth, Heidenheim, Wien, Wiesbaden. Ich glaube, Wien, Wiesbaden wäre sogar ganz interessant, weil es halt, ja, der andere Aufsteiger ist. Also das Aufsteigerduell. Und ich denke, Darmstadt nehmen wir auch noch mit. Und ja, dann mal gucken. Wir bekommen ein Angebot nach nur einer Stunde im Deadline Day für Alexander Bittrov. 300.000 Euro von Shandong Luneng. Und das werden wir ablehnen an sich. Freigabesumme, die sollte, wenn dann schon bezahlt werden, wenn wir den verkaufen sollten. Auch wenn er schon 30 ist, wir brauchen definitiv einen Backup für beide Seiten. Und das ist er ja in dem Fall. Und deswegen nehmen wir das Ganze ab. Dann geht es weiter mit Conor Krempicki. Angebot von Jagiellonia. Polnischer Club müsste das sein. 610.000 Euro werden wir auch ablehnen, weil wir halt ja sonst unsere Kaderbreite etwas dezimieren und er ist schon in dem Backup-Bereich, sage ich mal. Also wir können auf jeden Fall auf ihn zählen und wenn wir ihn brauchen, dann ist er da. Das ist halt aktuell noch wichtig. Ich denke, wenn wir in Zukunft dann ja etwas weiter fortgeschritten sind, dann vielleicht nicht mehr so wichtig, der Connor, aber Stand jetzt brauchen wir ihn noch. Der Nächste, der ein Angebot bekommt, ist Dennis Daube. 790.000 Euro von Ankara Gücü, was wir aber auch ablehnen werden, weil Stammspieler aktuell noch ist 30. Da werden wir in Zukunft natürlich versuchen müssen, ihn mit etwas jüngerem Personal zu ersetzen. An sich muss man natürlich sagen, wir bauen ja derzeit auf sehr, sehr junge Spieler und man müsste bald mal langsam anfangen, auch den einen oder anderen etwas älteren zu holen, so im Bereich 27, 28 vielleicht. Vielleicht auch 26, also so ein bisschen Erfahrung mit reinzubringen, damit die Mannschaft auch noch Erfahrung hat. Ich denke, jede Mannschaft braucht irgendwo auch ein bisschen Erfahrung und das wäre schon irgendwo schade, wenn wir die nicht hätten. Wigan Athletic kommt mit einem 390.000 Euro Angebot für Mario Erb und Erb ist an sich kein Stammspieler mehr, ist höchstens ein Backup, aber wenn man insgesamt 4 Innenverteidiger braucht, gehört er noch dazu, deswegen lehnen wir das Ganze ab. Aber für ihn wird auch bald eine Zeit kommen, wo wir sagen würden, ja, du kannst gerne gehen, weil wir wahrscheinlich aus der Jugend jemanden bekommen könnten, der da auf Anhieb an ihn ersetzen kann. Stefan Aigner ist der Nächste, der hier ein Angebot bekommt. Vom FC Basel 1,75 Millionen Euro ist eigentlich wieder so eine Sache, wo man sagen könnte, wenn wir realistisch sein sollten, dann müsste man ihn wahrscheinlich abgeben, weil der FC Basel schon ein sehr großer Verein ist im Vergleich zu Uerdingen. Aber das werden wir hier in dem Fall logischerweise ablehnen, weil wir halt einerseits die Erfahrung brauchen und andererseits ist er halt aktuell noch Stammspieler und wir noch, und da wir noch keinen Ersatz haben, der ihn bald ersetzen kann, brauchen wir ihn auch noch. Also, nein. Eine Stunde vor Ende des Deadline Days gucken wir uns nochmal ganz kurz die Top-Transfers an. Wir haben hier Dele Alli zu Bayern München mit 77,1 Millionen Euro. Talisca von Benfica Lissabon zu PSG für 66,9 Millionen Euro. Und Rodrigo von Valencia zu Neapel für 61,6 Millionen Euro. Die Bayern haben eingekauft und das ist interessant für uns, weil wir logischerweise auch ein deutscher Verein sind. Wir könnten ja normalerweise, wenn alles perfekt laufen sollte, in der nächsten Saison auf die treffen. Ich bezweifle das aber. Ich würde sagen, in der übernächsten Saison vielleicht dann eher. Also, ja, das wird bald eine interessante Sache sein, aber aktuell noch nicht.
Nach dem Ende der Transferphase kommt Cardiff City nochmal an und möchte Makana Baku kaufen für 2,6 Millionen Euro, was wir aber ablehnen werden. In den Kommentaren stand, ich sollte Ampadu für Wagnermann ins Training nehmen und das werde ich auch machen, denn der Junge, der braucht auf jeden Fall die ein oder andere Trainingseinheit, um sich da halt zu verbessern, hat ja ordentlich Potenzial und das könnte für uns sehr, sehr hilfreich sein im Endeffekt. Natürlich wird wahrscheinlich eine Trainingseinheit nicht reichen, aber wir haben so viele talentierte Spieler mittlerweile, dass wir das nicht anders geregelt bekommen. Und ja, keiner verbessert sich in der ersten Trainingseinheit, aber das ist nicht so schlimm. Nur mal ganz kurz zur Info noch, wir haben noch 3,96 Millionen Euro Transferbudget und wenn, dann werden wir wahrscheinlich im Winter reagieren. Ich denke mal, wir brauchen nach wie vor auf der rechten Mittelfeldposition jemanden, den wir dann mit Aigner irgendwann ersetzen können. Alternativ gibt es ja natürlich noch die Jugend und da haben wir ja aktuell auch jemanden, der auf der linken Seite spielen kann. Das heißt, wenn wir den aufbauen sollten, also es müsste Schuster oder so sein, dann könnte man Baku auf die rechte Seite ziehen. Das wäre auch eine Möglichkeit und gegebenenfalls könnten wir noch einen Sechser gebrauchen, einen zweiten. In Trainingseinheit Nummer 2 verbessern sich zwei Spieler und zwar unter anderem Schuster, den ich gerade erwähnt habe, und auf der anderen Seite Klein, unser dritter Torwart, den wir gerade ein bisschen hochziehen, weil er ja deutlich größer ist als der Böhm. Und ich denke mal, ich werde Böhm verkaufen, weil an sich ist er mir einfach zu klein als Torwart. Natürlich macht das in der Simulation nicht so viel aus, weil wir spielen halt nicht. Im Spiel aber selber macht das einen sehr, sehr großen Unterschied aus, weil, ja, Sprungkraft fehlt bei ihm auf jeden Fall. Und wenn man 1,80 groß ist und dann noch Torwart ist, ja, wie sagt man so oft, Fliegenfänger. Also der fängt nicht wirklich viel aus der Luft heraus. Also man hat das gegen Duisburg, denke ich, gesehen. Schwierig, sehr, sehr schwierig, aber da dürften wir bald jemanden haben, der ihn auch ersetzen kann. Also das wäre so meine Anregung. Ihr könnt natürlich da eure Meinung auch in die Kommentare schreiben und dann mal gucken, was man so machen kann. Wobei mir gerade noch einfällt, dass da in den Kommentaren doch noch ein Vorschlag war. Und zwar sollte ich Böhm mit Kobel tauschen. Also den Torwart von Hoffenheim, der, ich glaube, Österreicher ist, oder? Nicht ganz, der ist Schweizer, aber die Richtung war auf jeden Fall nicht verkehrt. Ist hier bei Luzern mittlerweile, hat ein Angebot angenommen. Ja, das ist mir ein bisschen zu spät eingefallen. An sich auch keine schlechte Idee gewesen. Aber ich denke mal, die interne Lösung finde ich etwas besser. Das heißt, wir werden jetzt einfach Klein weiter aufbauen und den dann irgendwann mit Böhm ersetzen und Böhm verkaufen. Sofern ihr natürlich nichts dagegen habt. Das ist auch eine wichtige Sache. Spiel Nummer 1 in dieser Folge gegen Magdeburg. Und wir sind ja gerade am Ende der Tabelle. Und liegen auch wieder 1:0 zurück. Sorry für die Aussprache des Namens. Es läuft einfach nicht. Bissek mit Gelb, Hammer mit Gelb. Hachi White mit dem Ausgleich, ganz wichtig. Großkreuz sieht auch noch Gelb. Aber ein Punkt ist mir aktuell zu wenig. Wir brauchen definitiv einen Dreier. Holen wir uns den noch? Nein, holen wir nicht. Aber wir nehmen immerhin einen Punkt mit und das ist in unserer Situation nicht gerade schlecht. Trainingseinheit Nummer 3, Baku verbessert sich auf eine 71 und Ampadu auf eine 68. Wir bekommen ein Angebot als Nationaltrainer von Venezuela, was wir ablehnen werden. Ist, denke ich, hier in dieser Karriere sehr, sehr irrelevant. Dann kann ich auch mal wieder ein monatliches Scout-Bericht zeigen und zwar diesmal aus Deutschland. Und wir haben hier ein fettes Talent dabei. Alexander Vogel ist ein Torwart, leider. Aber 15 Jahre alt, 54 bis 72, 1,91 ist noch okay, finde ich, als Torwart. Hat 91 Potenzial und ein Marktwert von 400.000 und das werden wir natürlich annehmen und mitnehmen und den Jungen in die Jugend holen. Als nächstes geht es gegen Regensburg auswärts ran und wir müssen langsam mal einen Dreier einfahren. Das ist enorm wichtig, verändern tun wir erstmal nichts. Aigner mit dem 1:0 nach 18 Minuten, beginnt schon mal sehr positiv. Adamian mit dem Ausgleich, der hat ja in der Realität den HSV weggeschossen. Und damit stand es bis gerade eben 1:1. Hachi White mit dem 2:1, wir führen wieder. Aigner sieht nochmal gelb, Daube sieht gelb. Und wir holen den ersten Dreier. Endlich. Und es geht direkt weiter. Englische Woche direkt gegen Dynamo Dresden. Und mittlerweile sind wir nicht mehr auf Platz 18 unterwegs, haben uns dann auf Platz 16 nach vorn gekämpft durch diesen Dreier. Aber es passiert hier in diesem Spiel erstmal nichts. Schorsch sieht gelb, Kone verschießt den Elfmeter, 3 Minuten später trifft er zum 1:0 für Dynamo Dresden. Krimpicki mit dem Ausgleich, 20 Minuten vor Schluss. Können wir das Unentschieden mitnehmen? Ja, können wir.
1-1, ein Punkt für uns. Und auch das letzte Spiel dieser englischen Woche geht direkt von Statten. Und wir liegen 1-0 zurück durch Gunnarsson. Der erste FC Nürnberg führt. Ist natürlich ein Gegner, gegen den man nicht unbedingt gewinnen muss, denn ein Absteiger, der ist natürlich prädestiniert dafür, direkt wieder aufzusteigen. Und wenn wir hier einen Punkt mitnehmen sollten, dann wäre das eigentlich schon sehr, sehr gut. Aber das schaffen wir leider nicht. 1-0 Niederlage. Mein Gott, was ist gerade mit mir los? Ja, ist nicht schlimm. Kann mal passieren. Und dann sind wir auch schon am letzten Spiel dieser Folge angekommen gegen Sandhausen, die mittlerweile Fabian Klos haben. Auch sehr interessant. Und ja, Großkreuz ist zurück in der Startelf, hat sich dann wieder da reingekämpft. Hachi White mit dem 1-0, 3 Minuten später Jansen mit dem 1-1 Ausgleich. Nach wie vor sind wir auf Platz 16 unterwegs. Krempicki mit dem 2-1. Damit führen wir wieder und können das über die Zeit retten. Wir gewinnen und holen uns den zweiten Sieg. In der letzten Trainingseinheit in dieser Folge, die wir hier zeigen werden, auch weil es halt einfach schon relativ am Ende ist. Klein verbessert sich auf die 66 hoch, ist damit schon fast an Vollert dran. Wir müssen gleich noch ein paar Sachen ganz kurz bereden. Das geht aber, denke ich, relativ schnell. Und zwar ganz kurz, Daube ist mittlerweile schlechter geworden, ist auf die 68 runtergegangen. Bissek hat sich verbessert auf die 73. Krempicki auf die 65. Flücke auf die 68 und ja, wir könnten langsam mal darüber reden, wir brauchen wahrscheinlich noch einen zweiten Sechser und halt einen rechten Mittelfeldspieler noch, würde ich sagen. Ansonsten natürlich Floranus, den wir da noch aufbauen können als Rechtsverteidiger bzw. Linksverteidiger. Wagnermann kann ja auch auf der rechten Seite spielen, also das wäre eigentlich, ja, egal wer von den beiden links oder rechts spielt. Und an sich eventuell ein Zehner vielleicht noch, wobei wir den ja aus der Jugend noch haben. Generell können wir noch bisschen mehr aus der Jugend machen, also da müsste man nur ein bisschen trainieren vielleicht. Da haben wir den einen oder anderen auch, der da, ja, mit ein bisschen Training da spielen könnte. Wir haben auch ein paar Spieler mittlerweile hochgezogen in die erste Mannschaft, und zwar Ziegler und Wolf. Einfach weil sie aus der Jugendmannschaft raus wollten und ich sie einfach mitgenommen habe. Die könnte man aufbauen, definitiv. Und an sich, ja, das wäre so das gewesen, was ich in Bezug auf den Kader ansprechen wollte. Dann kommen wir doch mal auf die Tabelle zurück und sehen, dass der erste FC Nürnberg erster ist. Deswegen die Niederlage gegen den Club nicht unbedingt schlecht. Düsseldorf auf der 2, dann haben wir Augsburg. Also die drei Absteiger aus der ersten Liga auch direkt die ersten drei in der zweiten Liga. Darmstadt und Duisburg die ersten Verfolger. Der SV Wien Wiesbaden der bessere Aufsteiger, muss man sagen, mit 14 Punkten auf Platz 7. Mittlerweile sind wir dann von Platz 18 weg. Auf die 13 hoch, nachdem wir zweimal gewonnen haben und auch ein Unentschieden gespielt haben. Ich glaube zweimal auch. Mittlerweile mit 9 Punkten dann auf Platz 13. Die letzten drei Plätze belegt von Dresden, Heidenheim und Greuther Fürth. Wie gesagt, in der nächsten Folge geht es dann mit Kiel, Fürth, Heidenheim, den SV Wien Wiesbaden und Darmstadt weiter. Und ich denke, das Spiel gegen Wien Wiesbaden werde ich separat spielen. Also das werden wir dann in der nächsten Folge dann live sehen, sage ich mal. Und danach die Folge sind wir dann auch schon wieder fast im Transferfenster drin. Dann haben wir hier 4 Spiele und die Vertragsverlängerung, denke ich mal, weil da haben wir auch eine Menge Verträge, die auslaufen. Da müssen wir uns dann in der übernächsten Folge drum kümmern. Und dann sind wir auch schon wieder hier drin, in dem Transferfenster im Winter. Und dann geht es wieder an die Transfers. Und dann mal gucken, was wir so machen werden. An sich war es das aber jetzt erstmal mit der Folge. Vielleicht kommt später noch im Verlauf des Tages eine Gladbach-Folge. Also da bin ich mir aktuell noch so ein bisschen unschlüssig, weil ich generell noch ein bisschen auf die Kommentare warten möchte, weil wir da eventuell noch jemanden verpflichten wollen. Und das möchte ich jetzt nicht so überhastet machen. Das heißt, ja, wenn später keine Folge kommen sollte, dann kommt definitiv morgen eine. Und ja, an sich die nächste KFC-Folge eventuell auch morgen, spätestens übermorgen. Und an sich war's das von mir. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Macht's gut, haut rein und ciao.